Was muss die Polizei machen, wenn die in der Arbeit ist? Die tut Handschellen auf die Verbrecher. Willkommen bei der Kinderpolizei! Vergangene Woche wurden in der Volksschule Pfandl in Bad Ischl wieder viele neue Kinderpolizistinnen und Kinderpolizisten ausgebildet. Doch was ist eigentlich die Kinderpolizei? Die Kinderpolizei gibt es schon seit dem Jahr 2000. Die Idee dazu hatte Markus Amann. Er war Gendarm in Vorarlberg. Damals durften schon Kinder von 5 bis 12 Jahren Kinderpolizistinnen und Polizisten werden. Kinder müssen frühzeitig über die möglichen Gefahren des Lebens Bescheid wissen. Nur dann können sie starke Kinder werden. Und das heißt, stark im Straßenverkehr und stark gegen mögliche Gefahren. Die Kinderpolizei ist ein Präventionsprojekt von der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Grundsätzlich gibt es es in ganz Österreich, so wie es wir betreiben in Oberösterreich. Mit diesem Vier-Stationen-Betrieb ist es aber etwas Besonderes und einzigartig. Das heißt, es wird die gesamte Volksschule einen ganzen Vormittag lang unterrichtet. Wir haben eine Station hier draußen bei den Dienstkraftfahrzeugen. Da werden auch die Einsatzmittel, der Gurt, die Waffe und so weiter, wird da kurz erklärt. Und dann die nächste Station ist in der Klasse die Station Polizeischule. Da geht es dann auch um die Gefahren des Alltags, dass die Kinder eine Warnweste benutzen müssen, die Helmpflicht bis 12 Jahre, wie man sich richtig angurtet im Fahrzeug, damit man sicher befördert wird. Das ist an dieser Station. Die dritte Station ist im Turnsaal. Da ist Spurensuche und Spurensicherung angesagt. Die Kinder bekommen da zum Abschluss als Erinnerung auch ihren persönlichen individuellen Fingerabdruck mit nach Hause. Und das besondere Highlight ist die vierte Station. Das sind unsere Diensthundeführer, die da mit ihren Hunden Tipps geben und auch ihre Tricks zeigen. Ja, bei der Kinderpolizei bekommen die Kinder verschiedenste Aufgabengebiete näher gebracht. Und wir sehen jetzt hinter uns, da ist der Carlos im Einsatz. Warum ist das so wichtig? Warum zeigt man das den Kindern, vor allem auch diesen Bereich? Wir wollen ihnen auch ein bisschen die Angst nehmen vor dem Hund. Das heißt, es ist irgendwie die gesellschaftliche Meinung, dass der Diensthund eine Killermaschine ist, unter Anführungszeichen. Und das ist aber nicht, sondern er ist genauso ein Familienhund. Der lebt bei uns im Familienverband zu Hause. Aber es sind grundsätzlich sozialisierte Hunde, die man auch Kindervorführungen machen kann, wie man sieht. Was ist denn jetzt wirklich sein Aufgabenbereich in dem Fall? Sein Aufgabenbereich ist ein Schutzhund und Hauptaufgabe ist Leichen- und Blutspürhund. Weißt du, für was, dass der Carlos in Wirklichkeit eingesetzt wird? Was muss der machen, wenn der sozusagen in der Arbeit ist und mit der Polizei unterwegs ist? Ein Drogenhund, was die Drogen aufspürt oder wenn was irgendwo verloren ist und der muss dann suchen. Ja, die Kinderpolizei ist heute zu Gast in der Schule. Warum bringt man die Polizei, also die Kinderpolizei sozusagen den Schülern näher? Hauptaufgabe für uns ist es einfach das Wichtigste, den Kindern die Angst vor der Polizei zu nehmen. Ja, und deshalb haben wir uns da vor 3 Jahren beworben. Es ist eine lange Wartezeit und heute ist es soweit und die Polizei ist wirklich da mit verschiedensten Dienststellen aus dem ganzen Land Oberösterreich, die freigestellt wurden für dieses Projekt. Und wir sind besonders stolz drauf, weil wir sind die Ersten in Ischl, denen das gelungen ist, die Kinderpolizei an die Schule zu bringen. Habt ihr schon mal was mit der Polizei zum Tor gehabt? Ja. Ja. Ja? Ich habe einen Unfall gehabt mit meinem Papa. Wirklich? Und was war dann? Die Polizei ist gekommen und hat alles geregelt, hat sie aufgeschrieben. Und ich bin dabei zu meiner Oma gefahren, sie hat uns halt angehalten beim Unfall. Ich habe auch noch was zu tun. Ja, sind wir angehalten worden, weil mein Papa zu schnell gefahren ist. Okay. Und also mit meinem Papa sind wir auf der Autobahn gefahren und wir wurden von einem Radar geblitzt. Okay. Wir sind einmal in Richtung Vöcklerbruck gefahren und da ist ein Auto, das Straßen war so eisig und da ist ein Auto von der Straße abgekommen. Oder die Polizei geholfen auch schon mal zum Beispiel, dass sie über den Zebrastreifen drüber geht, Kind zu oder so. Ja. Wie ist denn das Grundwissen von den Kindern? Sehen Sie die Polizei als Freund und Helfer oder wirklich eher als Verkehrsaussicht sozusagen? Na, würde ich schon sagen. Also sie sind sehr interessiert. Also viele wissen eigentlich schon sehr viel Bescheid über die Geschwindigkeitsmesser und Funkgerät zum Beispiel. Da kennen sie sich schon sehr gut aus. Und was auch wichtig ist, ist auch die Warnausrüstung, wie Warnwesten zum Beispiel. Da sind sie auch schon gut auf Zack, muss man sagen. Ja. Wie ist denn der Zugang von den Kindern gegenüber Ihnen?
ist da ein gewisser, ja, Respekt sollte ja natürlich sein, aber ist da eine gewisse Distanz sozusagen, oder sehen die Kinder die Polizei wirklich als Freund und Helfer, für das sie ja natürlich auch da ist? Ja, ich würde sagen, es ist verschieden. Einige sind, haben einen Respekt, ziemlich viel Respekt noch, und einige sind da ganz offen und voll interessiert, fragen sofort, und ganz verschieden kann man sagen, ja. Und ich glaube, das ist ja gut, dass man das da heute macht, weil dann verlieren sie auch, glaube ich, die Angst, weil Angst braucht man ja wirklich nicht haben. Seit wann gibt es denn diese Aktion, dass man in die Schulen kommt und den Kindern sozusagen die Polizei wirklich als Freund und Helfer vorstellt? Also erfunden wurde die Kinderpolizei im Jahr 2000. So wie es wir betreiben, ist es seit 2005 der Fall. Und es gibt insgesamt 20 bewilligte Projekte pro Jahr. Und man muss sich das so vorstellen, also die Polizisten werden da von ihren Stammdienststellen aus ganz Oberösterreich abgezogen, zusammengezogen, je nach Größe der Schule, und sind dann einen ganzen Vormittag nur für die Kinder da. Und unsere Aufgabe ist natürlich, den Kindern die Angst vor der Polizei zu nehmen und eine gewisse Vertrauensbasis zu schaffen. Das ist ein großer Aufwand, der dahinter steckt. Sie haben es gerade angesprochen. Wie wichtig ist es denn, dass man den Kindern die Angst nimmt? Ist das wirklich ein Thema, das interessant und aktuell ist? Das ist ein sehr großes Thema, weil oft wird mit der Polizei gedroht. Wenn man nicht brav ist, dann kommt die Polizei und nimmt dich mit. Das ist natürlich erziehungstechnisch ganz der falsche Zugang. Und wir steuern dem entgegen und wollen die Kinder eine Vertrauensbasis geben, dass man sich immer an die Polizei wenden kann, nach dem Motto, die Polizei, dein Freund und Helfer.